Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube schon. Aber hier wohnt doch kein Mensch. Nein, aber dafür ein paar Ratten. Sieht aus wie ein verwunschenes Schloss. Ne? Also hier sind wir bestimmt falsch. Sieh doch mal auf der Einladungskarte nach, da muss doch die Adresse stehen. Ja, tatsächlich. Bissett House, Lane End, Buckinghamshire. Hier ist es kalt wie in einem Grab. Paul? Willst du eine Traube? Du hast mich zu Tode erschreckt. Es ist wie in einem Geisterhaus. Sie schmecken köstlich. Aber ich fürchte, es wird das Einzige sein, was wir heute Abend zu essen kriegen. Du musst doch nicht etwa Angst schieben. Ach, natürlich nicht. Aber ich glaube, da hat sich irgendjemand einen dummen Scherz mit uns erlaubt. Möglich ist alles. Kennst du überhaupt diesen Stephen Bissett? Nein, nur dem Namen nach. Ja, und wer ist dieser Stephen Bissett? Ein Mörder, Mrs. Temple. Ein Mörder, Verehrteste. Bin neugierig, ob noch alles funktioniert. Entschuldigen Sie, dass ich nicht an der Tür war, um Sie zu begrüßen. Nett, dass Sie gekommen sind. Das finde ich auch. Ihre Einladung kam 5 Jahre zu spät. Oh, wie scharfsinnig. Das Datum auf der Einladungskarte hat also eine gewisse Bedeutung. Oh ja. An dem Tag habe ich nämlich meinen Vater umgebracht. Ist es ein Geständnis? Das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Man kann ja nicht jemanden 2-mal für das gleiche Verbrechen verurteilen. Außerdem nimmt ja jeder an, dass ich ihn getötet habe. Eine dämliche Zeitung hat geschrieben, ich sei wirklich der Mörder. Ich habe sie verklagt. Es hat mir ein hübsches Sümmchen eingebracht. Tja, ich bin also aus dieser Patsche recht angenehm herausgekommen. Ich habe nicht nur das Vermögen meines Vaters geerbt, sondern mir nebenbei noch etwas verdient. Lassen Sie uns darauf anstoßen. Auf jene Nacht vor 5 Jahren, als ich meinen geliebten Vater erschossen habe. Haben Sie es getan? Naja, das sagen doch alle. Sie wurden doch freigesprochen. Die Beweise reichen nicht aus. Das Gericht musste mich freisprechen. Sie geben also die Tat zu. Sehen Sie, sogar Sie zweifeln an dem Spruch jener 12 untadeligen Bürger. Es bestanden berechtigte Zweifel. Das reicht nicht aus! Sie kennen ja den Spruch, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Warum hat man nicht die anderen wegen Mordes vor Gericht gestellt? Nur mich! Jeder glaubt, ich bin ein Mörder. Seit 5 Jahren glaubt es jeder. Paul, lass uns bitte aber gehen. Aber doch nicht jetzt schon. Ich habe keine Lust mehr, länger dieses irre Gerede mit anzuhören. Es war nur ein fauler Trick. Nein, von Ihnen. Nein, Verehrteste. Es war kein Trick. Das ist nicht das richtige Wort. Vielleicht wollte ich Sie ködern. Ich war erstaunt, als ich eine Antwort auf meine Einladung bekam. Was hat Sie hierher getrieben? Neugier? Interesse. Oh, ich bin geschmeichelt. Nicht an Ihnen, am Tod Ihres Vaters. Er wurde erschossen. Von einem oder mehreren Tätern. In einem Raum, der verschlossen war, ohne Spur des Mörders oder der Mordwaffe. Das perfekte Verbrechen. So sieht es aus. Und das fasziniert Sie? Oh ja, sicher.
Also, bleiben Sie hier? Mal sehen, vielleicht. Hm. Sie haben sich doch bei der Einladung irgendetwas gedacht. Sechs Menschen waren in jener Nacht in diesem Haus, außer mir und dem lieben alten Herrn. Jeder hätte ihn umbringen können, denn jeder hätte ein Motiv gehabt. Oh, ich hasste ihn. Aber die anderen hassten ihn auch. Hab ich eben Pech gehabt. Das Schwurgericht hielt sich allein an Fakten. Für die Geschworenen sind Fakten ein Spiegelbild der Wahrheit. Die wenigen Fakten, die es gab, wiesen auf mich, aber die Wahrheit... Die Wahrheit liegt irgendwo vergraben. Ich wette, einer von diesen sechs weiß genau wo. Sie werden heute Abend alle hierher kommen. Und Sie glauben, ich finde die Wahrheit? Sie könnten mir dabei helfen. Warum haben Sie so lange gewartet? Weil ich gedacht habe, die Menschen würden vergessen. Niemand hat meinen Vater gemocht. Alle waren froh, als er tot war. Aber ich bin als Mörder gebrandmarkt. Ich komme mir vor wie ein Aussätziger, trotz meines Freispruchs. Es passt mir nicht, noch länger mit der Schuld eines anderen herumzulaufen. Sind Sie überzeugt, dass alle sechs Ihrer Einladung folgen? Ganz fest. Drei von Ihnen rechnen damit, von mir finanziell unterstützt zu werden. Einen habe ich erpresst, mit einer bin ich verheiratet. Und die andere? Oh, ich glaube, da kommt sie. Fragen Sie sie selbst. Steven? Ja, ja, komm her. Ich bin nur hier, um aufzupassen, dass du nicht wieder total verrückt spielst. Meine liebe, fürsorgliche Schwester. Casey, Mr. und Mrs. Temple. Hallo. Darf ich fragen, um was es sich hier handelt, liebes Brüderchen? Um Mord. Idiot. Also gut, dann... Dann nur meine Geburtstagsfeier. Ach, dämlicher Kerl, lass doch den Unsinn. Mr. Temple ist der andere Ansicht. Er ist 40 Meilen gefahren, um die Wahrheit zu finden. Was versprichst du dir davon, wenn du das Vergangene wieder aufwühlst? Ich will nichts weiter als meinen Kopf, den Kopf eines Unschuldigen, aus der Schlinge ziehen. Das hat das Gericht doch schon vor 5 Jahren getan. Es hätte mich ebenso gut für schuldig erklären können. Es wäre einfacher gewesen. Für jeden, Casey. Kümmere dich jetzt um die Temples, ja? Ich erwarte noch einige Gäste. Paul, lass uns endlich gehen. Jetzt wird's jetzt interessant. Die sind doch verrückt. Der heutige Abend kann für Sie sehr unangenehm werden. Ist Ihnen das klar? Paul, ich bitte dich zum letzten Mal, lass uns gehen. Es wäre sehr klug von Ihnen. Warum? Ich sagte doch gerade, es könnte für Sie sehr peinlich werden. Stephen wird triefen vor Selbstmitleid. Er wird jeden von uns beschuldigen. Wir werden uns gegenseitig beschuldigen. Und das ist doch alles schrecklich. Es gibt nichts Grässlicheres als Familienszenen. Und Sie haben doch sicher einen amüsanten Abend erwartet. Sie halten ihn für schuldig. Wollen Sie denn gar nicht wissen, ob es auch wirklich ist? Nein. Wenn er schuldig ist, ist er gezwungen, damit zu leben. Wenn er es nicht ist... fängt diese entsetzliche Qual wieder an. Für jeden von uns. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit uns was Gutes bringt. So denken Sie vielleicht, aber nicht Ihr Bruder. Ach. Sollten Sie sich auf die Seite der Untadeligen stellen, Mr. Temple, dann werden Sie hier kaum Anhänger finden. Wir sind nämlich eine höchst untadelige Familie.
Wo wurde Ihr Vater erschossen? In seinem Arbeitszimmer, links durch die Danke. Halle. Mr. Temple, ist Ihr Interesse an diesem Mord beruflicher Art oder sind Sie nur Amateurdetektiv? Mrs. Temple, in diesem Haus sind in den letzten 50 Jahren 4 Menschen eines unnatürlichen Todes gestorben. 2 Selbstmorde und 2 Morde. Hier in der Gegend nennt man es das Todeshaus, deshalb wohnt hier auch keiner. Ich finde, wir sollten verhindern, dass es noch weitere Opfer gibt. So, das hat gesessen. Ich bin doch kein Gespenststiefelchen. Zum Teufel, was machst du denn da? Ich knacke ein Schloss. Da gibt's denn keinen Schlüssel? Doch, ja, hier. Ja, warum musst du denn Moment, musst du erst mal hin. Ja, muss das denn unbedingt im Dunkeln sein? Soll ich Licht machen? Nein, es ist besser so. Nein, zu lang. Ja, du bist aus der Übung. Im Gegenteil. Nicht mal ein Profi macht das so schnell. Heute Nacht, vor 5 Jahren, saß Sir Wilfrid Bissett hier an seinem Tisch. Jemand kam herein, erschoss ihn und löste sich in Luft auf. Die Fenster und Türen waren von innen verschlossen. Es sah alles nach einem Selbstmord aus. Tja, bis auf eins. Es gab keine Waffe. Oh, ich verstehe. Du glaubst also, der Mörder hat die Tür von außen zugeschlossen, ja? Nein, das war so schnell nicht möglich. Das habe ich eben bewiesen. So? Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. In beiden Türen hatten innen bereits Schlüssel gesteckt. Was ist denn das eigentlich hier? Sieht fast so aus wie ein Lift. Erraten, Sir Wilfrid war invalid und auf den Rollstuhl angewiesen. Und mit dem Lift hier fuhr er in sein Schlafzimmer. Woher weiß er denn das alles, Paul? Ich habe damals den Fall in den Zeitungen genau verfolgt, Stiefelchen. Es ist der Polizei nicht möglich gewesen, nachzuweisen, wie der Mörder aus dem Zimmer verschwand. Der Verdacht richtete sich gegen den Sohn des alten Bissett, gegen Stephen. Aber für eine Verurteilung reichte es nicht. Und du hast mal wieder das Rätsel gelöst, ja? Nein. Du überschätzt mich. Noch nicht. Paul, ich finde, wir sollten uns da nicht einmischen. Ich glaube, sie hat recht. Wer? Na, die mit den roten Haaren, seine Schwester. Ach so. Ja, warum wirklich alles noch mal aufwühlen? Das würde ich auch gar nicht, wenn alles astrein wäre. Wieso? Ich weiß, Stephen Bissett ist unschuldig. Was? Er war es nämlich nicht, der uns heute Abend hierher gebeten hat. Es war jemand anders, Stiefelchen. Wer? Das kann ich dir nicht sagen, ich hab's versprochen. Was soll dieses Affentheater, Casey? Warum gibt er nicht zu, dass er den Alten umgebracht hat und lässt uns in Frieden? Er soll sofort das Haus verlassen. Das wird er nicht. Er ist genau wie sein Vater. Grausam, starrköpfig und böse. Schlimmer noch. Der alte Knabe hat einen wenigstens gewarnt, bevor er zuschlug. Ach, das ist doch alles idiotisch. Was erwartet sich Stephen von diesem sinnlosen Treffen? Die Wahrheit. Um die zu finden, gibt er sich die Ehre. Ach, Simon, du hast doch sicher schon was von dem berühmten Paul Temple gehört. Schriftsteller und, wie soll ich sagen, Amateurdetektiv. Zu viel der Güte. Machen Sie das Beste draus. Simon, das ist mein ältester Bruder Simon, seine Frau Annabelle. Freut mich. Eine reizende Einladung. Wir hängen unsere schmutzige Wäsche raus und Sie sollen sie waschen. Nein, das überlasse ich Ihnen. Sämtliche Schränke der Familie wurden während der Verhandlung geöffnet und da ist ja schon alles gewaschen worden. Nicht alles.
Die vertrockneten Knochen des Verdachts ergeben noch keinen Beweis, Mr. Temple. Finden Sie nicht auch? Richtig. Und zu diesem Schluss sind auch die Geschworenen gekommen. Haben Sie Ihre Praxis immer noch im Dorf? Das soll wohl ein Scherz sein. Nach der Gerichtsverhandlung hatten wir alle Dreck am Stecken, selbst ich. Ich war der Bruder des Mörders. Nicht gerade die beste Empfehlung für einen Landarzt in einem kleinen Dorf. Ich gab die Praxis dann auf. Das ist doch alles gelogen. Du hast es lediglich als Vorwand benutzt, um Stephen zu zwingen, dir eine neue Praxis in der Harley Street einzurichten, was Vater nie getan hätte. Du Hure! Und sowas sagt ausgerechnet dein Mann. Wann kommt Mutter? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Sie kam auch nicht zur Verhandlung, soviel ich weiß. Sie war krank. Heute wird sie kommen. Jeder, der in der Mordnacht hier war, wurde heute eingeladen. Rufus wird nicht kommen, der hat mehr Verstand. Er wird das tun, was Stephen ihm gesagt hat. Genau wie ihr alle. Ach, du schließt dich wohl aus, was? Ja. Dann frage ich mich, weshalb du überhaupt hier bist, wenn du nicht unter dem Einfluss von Stephen stehst. Ich weiß nicht. Aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich glaube, heute Nacht passiert wieder etwas Schreckliches. Das Totenhaus fordert sein nächstes Opfer. Idiot. Einer von uns ist hier ein Mörder. Und Stephen will ihn heute Nacht in diesem Haus überführen. Wer es auch ist. Er wird nicht gerade sehr erfreut sein, wenn er nach 5 Jahren endlich entlarvt wird. Was soll schon sein? Die Polizei trug bei ihren Nachforschungen auch keine Glacé-Handschuhe. Aber das kann man doch nicht vergleichen. Die Situation war doch damals völlig anders. Wir wussten doch nicht, dass der Mörder einer von uns war. Erst die Verhandlung brachte Licht in das Dunkel. So? Als Stephen vor 5 Jahren freigesprochen wurde, war diese peinliche Geschichte für uns erledigt. Es kann sehr gut sein, dass die Wahrheit heute ans Licht kommt. Willst du das? Ich brauche keine Angst zu haben, wenn du das meinst. Du hast aber Angst. Wir alle haben Angst. Alle sind wir schuldig, genau wie Stephen. Keiner soll sich einbilden, er hätte eine weiße Weste. Wer von uns hat schon Mitgefühl gezeigt, als Vater erschossen wurde? Deshalb finde ich, es hat gar keinen Sinn, dass die Wahrheit herauskommt. Jeder von uns muss mit seiner eigenen Schuld weiterleben, so wie die letzten 5 Jahre. Und Rufus? Der hat gar nicht so viel Verstand, wie du geglaubt hast. Wer ist denn nun schon wieder Rufus? Er ist der Partner vom alten Bissett in der Handelsbank. Ist er auch verdächtig? Nein, er hat so viel, ich weiß, kein Motiv. Aber das besagt nichts. Was heißt das? Ich verstehe nicht. Er hatte jedenfalls ein Motiv, hierher zu kommen. Mr. Temple? Mr. Temple, das ist Rufus Cutler. Rufus ist ein netter Hund. Er bellt nicht, er beißt nicht, aber er kann wunderbar winseln. Tja, ich glaube, er möchte, dass Sie ihn Gassi führen. Cassie ist reizend. Sie ist ein sehr liebenswertes Mädchen. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Ja, natürlich. Was halten Sie vom Arbeitszimmer des Verstorbenen? Sie wollen doch mit mir keine Konversation machen. Ich war nicht mehr hier seit... Ich gebe Ihnen 1.000 Pfund, wenn Sie sofort gehen. Ich habe das Geld hier. Das ist nicht genug. Wie viel? 10.000. 10.000, das ist doch zu viel. Sie wollen doch, dass ich gehe. Warum bieten Sie mir Geld an? Wovor haben Sie Angst? Ich habe meine Gründe. Geschäftliche Gründe. Hm, verstehe. Wenn die Presse von Ihren Nachforschungen Wind bekommen sollte, dann rollt sie die ganze schmutzige Geschichte nochmal auf. Sie wissen vielleicht, ich bin der Direktor einer Handelsbank, Mr. Temple. Eine Bank lebt von dem Vertrauen, das man in sie setzt und von ihrem guten Ruf. Ist das klar? Mhm. Ich kann es mir nicht leisten, in einen Skandal verwickelt zu werden.
Aber von der Wahrheit könnte doch Ihre Bank profitieren, wenn Stephens Unschuld bewiesen wird. Wenn? Sie glauben, Stephen ist schuldig. Macht Ihnen das Sorgen? In der Nacht, als der Mord geschah, hörte ich, wie Stephen seinem Vater gedroht hat. Haben Sie das der Polizei gesagt? Nein. Nein. Warum sollte ich auch? Ich habe es nicht für nötig gehalten. Die beiden hatten oft Streit. Das war nichts Ungewöhnliches. Und jetzt glauben Sie, dass es doch ernster war? Stephen ist der Letzte in der Halle gewesen, als wir die Schüsse hörten. Wilder Wein wächst auf der Rückseite des Hauses, bis hinauf in Stephens Zimmer. Vielleicht ist er darauf geklettert. Sie glauben also, er war der Täter. Und er kletterte an dem wilden Wein hinauf in sein Zimmer. Mhm. Wie viel Zeit lag zwischen dem Schuss und dem Moment, als Sie runter in die Halle kamen? Ich denke, so ungefähr eine Minute. Wann kamen die anderen? Ungefähr zur selben Zeit. Außer einem. Stephen. Der war in seinem Zimmer. Stephen. Haben Sie sich mal überlegt, wie Stephen die verzwickte Aufgabe gelöst haben soll, seinen Vater zu erschießen, die Türen des Arbeitszimmers von innen zu verriegeln, dann in sein Zimmer zu klettern und das alles in 60 Sekunden? Wissen Sie, ich... Tja, das ist das Problem. Wenn Sie das herausfinden, werde ich sofort gehen. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Die gehen wie die Kampfhähne aufeinander los. Fließt schon Blut? Och, die haben doch gar keins. Und wenn, ist es nicht viel dicker als Wasser. Was ist? Bist du irgendwie weitergekommen? Ja, ich glaube schon, Stiefelchen. Ich bin sicher, dass du es nicht warst. Mal sehen, ob sie noch leben. Na gut, aber wie wollen Sie beweisen, dass Stephen nicht der Mörder ist? Ich bin zur Mordzeit bei ihm gewesen. Ich war seine Geliebte. War? War, ja. Aha. Wusste das Ihr Mann? Ich weiß nicht. Es wäre mir auch egal gewesen. Er heiratete mich nur wegen meiner Familie. Sie werden sich vielleicht an meinen Vater erinnern, Lord Kingsley. Ja, ja. Simon ist ein furchtbarer Snob. Und warum haben Sie ihn geheiratet? Naja, ich war noch sehr jung. Und? Das war vor 10 Jahren und er hat sich inzwischen sehr geändert. Wie meinen Sie das? Er hat sich geändert. Verstehen Sie den nicht? Er hasst Frauen. Ach, verzeihen Sie, ich weiß, das ist indiskret. Ich hätte Ihnen das vielleicht nicht sagen dürfen. Ich bitte Sie. Aber warum haben Sie das damals vor Gericht nicht ausgesagt? Das hätte ich bestimmt auch gemacht, wenn es für Stephen um Kopf und Kragen gegangen wäre. Jetzt bereue ich es, dass ich es nicht gemacht habe. Warum? Weil es besser gewesen wäre, ich hätte ihn durch meine Aussage entlastet. Man würde ihn nicht für einen Mörder halten. Dann sagen Sie doch jetzt, dass Sie zur Mordzeit bei ihm waren. Nein, das ist alles zu lange her. Und Stephen würde es sicher ableugnen. So. In gewissen Dingen ist er nämlich sehr prüde. Der einzige Weg, Stephens Unschuld zu beweisen, ist, den wirklichen Mörder zu finden. Ich habe Sie hierher gebeten, weil ich glaube, Sie können mir dabei helfen. Aha. Tja, haben Sie schon eine Theorie? Nein. Oder einen Verdacht? Mein Schwiegervater war ein... Es macht ihm Freude, andere zu demütigen. Keinem Menschen hat er vertraut, außer Stephen. Deshalb setzte er ihn auch zum Universalerben ein. Das Testament hat Ihr Schwiegervater kurz vor seinem Tod gemacht. Ja, deshalb war Stephen besonders verdächtig. Aber es gibt jemanden, der meinen Schwiegervater gehasst hat, mehr als jeder andere. Wer? Mein Mann. Und das Motiv? Oh, das Motiv liegt klar auf der Hand. 40 Jahre wurde von seinem Vater herumkommandiert, verachtet, gedemütigt. Der Alte hasste ihn wie die Pest. Er warf ihm vor, er wäre kein Mann. Er ist sehr klug, ich meine Simon.
Labil und sensibel, aber sehr klug. Und der Beweis? Er hat eine Waffe. Als ich am nächsten Tag nach Hause kam, war sie nicht mehr da. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Was war es für eine Waffe? Ich weiß nicht. Sie haben sie doch gesehen. Ja. War sie groß, klein, mit einem kurzen oder langen Lauf? Mit einem langen, eine deutsche Pistole, glaube ich. Eine Luger? Ich weiß es nicht. Und Sie haben sie nie mehr gesehen? Nein. Warum erzählen Sie mir das alles? Wollen Sie, dass Ihr Mann wegen Mordes verurteilt wird? Nein, natürlich nicht. Ich... Aber immer noch besser, als wenn Steven sich umbringen würde. Ach. Ja, unser Verhältnis ging vor 5 Jahren zu Ende. Aber ich liebe Steven noch immer. Wenn Sie nicht beweisen, dass er unschuldig ist, dann bringt er sich um. Ich weiß, dass vieles gegen ihn spricht, aber Sie können mir glauben, er ist wirklich unschuldig. Er hat es nicht getan. Wenn er nicht endlich rehabilitiert wird, macht er Schluss. Er will nicht gehen. Ich hab's doch versucht. Hast du ihm Geld angeboten? Und dann müssen wir wohl den Dingen ihren Lauf lassen. Rufus. Ich werde immer älter und ihr immer jünger. Wie macht ihr das nur? Du bist noch immer der alte Lausejunge. Dafür bist du viel schöner als ich, Clara. Warum sind wir eigentlich alle hier? Stammt die Einladung von dir? Nein, Mutter, es war meine Idee. Komm her, Steven, komm her. Bist du denn so vergesslich? Du weißt doch, wenn ich deine Lippen nicht sehe, kann ich dich nicht verstehen. Entschuldige vielmals, Mutter, ich habe nur gesagt, es war meine Idee. Dummer Junge. Ach, ich weiß alles. Ich weiß, wie dir zumute ist. Idiot! Ich hab dir doch gesagt, sie darf sich nicht aufregen. Oh nein, ich mag keine Pillen. Diese verfluchten Pillen. Ihr werdet mich noch vergiften. Verstehe bitte, Mutter, aber ich wollte, dass ihr alle kommt. Das ist Mr. Temple, Mutter. Er soll uns helfen, den Fall zu klären. Freut mich, Lady Bissett. Sind Sie von der Polizei? Nein. Zeitungsreporter? Vom Fernsehen? Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Du kennst sicher seine Bücher. Bücher? Ach, der. Ich bevorzuge Edgar Wallace, Mr. Temple. Oder die wunderbaren Schauergeschichten von Bailey und Conan Doyle. Das waren wenigstens noch Romane. Ihre sind mir viel zu nüchtern, zu echt. Stimmt, die meisten beruhen auf wahre Begebenheiten. Inspiriert von Ihren Heldentaten? Na ja, Heldentaten. Werden Sie auch über uns schreiben? Möglich, aber Sie werden sich nicht wiedererkennen. Das wollen wir auch sehr hoffen. Ihre Frau? Oder Ihre Geliebte, Mr. Temple? Beides, würde ich sagen. Steve, das ist Lady Bissett. Guten Abend. Mrs. Stephen Bissett. Guten Abend. Und das ist Rufus Cutler. Guten Abend. Simon, im Kofferraum meines Wagens ist ein Klappstuhl. Hol ihn bitte für Mutter. Simon, du hast dich 3 Monate nicht mehr blicken lassen. Kein Brief, kein Anruf, kein Sterbenswörtchen. Warum nicht? Weil ich war sehr beschäftigt. Ich hole deinen Stuhl. Champagner, Mutter. Nein, vielen Dank. Aber Rufus trinkt doch was, nicht wahr? Warum bist du denn so nervös, Rufus? Es stürzt ja nicht gleich die Welt zusammen. Oder bist du vielleicht der Mörder? Steven, was zum Teufel fällt dir ein? Ich weiß gar nicht, was du dir eigentlich von diesem geschmacklosen Unternehmen erhoffst. Jedenfalls werde ich diese unglaublichen, unerhörten Beschuldigungen nicht mehr länger dulden. Mr. Temple, ich nehme an, Sie haben einen bestimmten Grund, warum Sie hier sind. Ja, den habe ich. Ich wurde hierher gebeten, um Sie alle kennenzulernen und die Fakten aus erster Hand zu hören und zu versuchen, daraus die Wahrheit zu finden.
Sie denken, Sie können das besser als die Polizei? Nicht unbedingt. 5 Jahre sind eine lange Zeit, nicht wahr? Die Fakten, wie Sie es nennen, sind fast vergessen. Vielleicht kommt doch was raus, wenn alle ihr Gedächtnis ein bisschen strapazieren. Glauben Sie, wir haben bei der Verhandlung die Wahrheit verschwiegen? Oh nein. Aber es wurden Halbwahrheiten gesagt und es gab einige Fakten, die überhaupt nicht ans Licht gekommen sind. Und die wären? Ja, zum Beispiel, dass Sie einem Schützenclub angehörten, als Sie in Cambridge waren. Ausgezeichnet, Mr. Temple. Aber Ihre Information ist leider nicht sehr genau. Ich war Clubsekretärin und habe nicht ein einziges Mal einen Revolver in der Hand gehabt. Sie nicht, aber Ihr Ex-Verlobter, nicht wahr? Sie waren doch eine Zeit lang verlobt. Ja. Simon Bissett, Sie waren 3-mal Meister im Pistolenschießen, das stimmt. Das stimmt. Das war auch das Einzige, was mein Vater von mir anerkannt hat. Was haben Sie mit Ihrer Waffe gemacht? Ich habe nie eine eigene... Luger? Na gut. Es war eine Kriegserinnerung von meinem Vater. Ich habe sie weggeworfen, weil ich Angst hatte. Ich wollte nicht verdächtigt werden. Wieso? Ihr Vater wurde mit einer 38er erschossen, einer Smith & Wesson. Wer auch immer der Täter war, er brauchte kein erstklassiger Schütze zu sein. Der Schuss wurde aus kurzer Entfernung abgefeuert. Richtig, aber der Mörder musste zumindest mit einer Schusswaffe umgehen können. Anzunehmen. Aber was wollen Sie damit beweisen? Dass er über die persönlichen Eigenschaften eines jeden von uns informiert ist. Nicht wahr, Mr. Temple? Tja. Neugierde gehört nun mal zu meinem Handwerk. Aus den Prozessakten geht übrigens hervor, dass Sie gar nicht bei der Verhandlung waren. Nein, nein, Mutter war... Krank, sagt Ihre Schwester. Wissen Sie auch, warum Sie krank war? Steven! Halt den Mund! Ach, Steven. Manchmal kannst du genauso grausam sein wie dein Vater. Mein Mann, Mr. Temple, war oft gewalttätig. Er neigte zu Wutausbrüchen. Früher, als ich noch jung war, hat er seine Wut an mir ausgelassen. Später kam ich dran. Er wollte den kleinen Schwulen lebenstüchtig machen, wie er sich auszudrücken pflegte. Als mein Mann vor 5 Jahren umgebracht wurde, war mein Sohn Steven der Tat verdächtig und die Polizei hat ihn geholt. Monatelang war ich krank. Es war ein Schock, wie eine Art Koma. Und als Sie daraus erwachten, war der Prozess vorüber und Steven freigesprochen? Ja. Ist Ihre Neugierde gestillt, warum meine Mutter nicht beim Prozess war? Ja. Hätte es was geändert, wenn Sie da gewesen wären? Wie meinen Sie das? Hat die Polizei Sie vor der Verhandlung verhört? Ja. Aber Ihre Aussage wurde bei der Beweisaufnahme nicht vorgelegt. Sie stand nicht im Protokoll. Nein. Dann haben Sie wahrscheinlich dasselbe ausgesagt wie die anderen auch. Ja. Was war das genau? Das ist doch schon alles 1000-mal gesagt worden. Wir haben einen Schuss gehört, kamen dann alle herunter, fanden die Tür von Vaters Zimmer verschlossen, brachen sie auf und Vater lag tot vor seinem Schreibtisch. Wir glaubten natürlich... Was? Dass er Selbstmord begangen hat. Aber es fehlte die Waffe. Und da rief ich die Polizei. Haben Sie das der Polizei gesagt? Ja, Mr. Temple. Na gut. Haben Sie sich mal überlegt, wie der Mörder aus dem Zimmer herausgekommen sein könnte? Beide Türen waren doch von innen verschlossen. In den Polizeiakten steht, dass die Schlösser ein paar Tage vorher gründlich geölt wurden. Ja, das stimmt. Ich selbst habe sie mit einer Ölkanne geölt, weil Vater sich beschwert hatte, dass die Schlösser schwer schließen, stimmt's? Ja, ja. Auf was wollen Sie hinaus, Mr. Temple? Auf die Wahrheit. Entschuldigen Sie mich. Paul? Hochinteressant, nicht? Nein, das finde ich gar nicht. Ich finde es grausam. Was hat es denn für einen Sinn, diese Menschen noch länger zu quälen? Steve, ich glaube, ich weiß, wer es war und warum er es getan hat. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie. Du willst das Spiel zu Ende spielen? Ja, selbstverständlich. Wenn ich es nicht mache, gibt es vielleicht in diesem Haus noch einen Toten. Und das muss ich unter allen Umständen verhindern. Es macht mir wirklich keinen Spaß, im Privatleben anderer herumzuschnüffeln. Besonders nicht bei einer Familie, die so abseitig ist wie diese. Je schneller wir die Wahrheit herausfinden, desto eher können wir nach Hause gehen und alles vergessen. Und die anderen? Werden auch ruhiger schlafen. Hab noch ein bisschen Geduld. Dauert nicht lange. Nach 5 Jahren ist das Türschloss immer noch ölig. Seltsam. Was ist denn daran so seltsam? Moment, das bringt mich auf eine Idee. Das habe ich doch irgendwo mal gelesen, aber ich weiß nicht, wo und wann.
Was habe ich bloß in meinem Schädel drin? Das frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, es war ein Deutscher, jedenfalls kein Englischer. Sie sind ins Arbeitszimmer gegangen. Ja, ich glaube, jetzt könnte ich ein Glas Champagner brauchen, Steven. Nimm meine Pille. Oh, der Teufel hol die Pillen. Ein Gläschen Champagner ist die beste Medizin. Danke. Es tut mir leid, dass du das alles mitmachen musst, Mutter. Wieso? Ich finde, dein Mr. Temple ist ein besonders netter junger Mann. Ich dachte, er wäre ein Amateur, aber da hatte ich Unrecht. Er ist ein Profi, ein ausgekochter Schnüffler. Du hast ihm doch den Auftrag gegeben, unser Innenleben zu beleuchten, damit wir es ihm alle zum Schluss fein säuberlich auf einem Tablett servieren. Halt den Mund, dumme Hure! Wenn er nun die Wahrheit herausfindet, was dann? Kathy. Bei mir ist er bis jetzt noch nicht gewesen, aber wenn er kommt, werde ich nicht so blöd dastehen wie ihr und mir meine früheren Fehltritte aufzählen lassen. Gibt's die überhaupt? Außer, dass du bereits das Halbwüchsige hinter diesem alten Eunuchen her warst? Du findest das alles vielleicht sehr lustig. So wie ich dich kenne, badest du dich sogar in diesem lächerlichen Seelenstriptease. Dabei ist es ekelhaft und widerlich. Tja, meine Liebe, ich glaube, du wirst langsam ein bisschen nervös, was? Wie meinst du das? Du warst damals die Erste, die hier unten war. Dabei liegt dein Zimmer am anderen Ende des Korridors. Wie hast du es geschafft, schneller als wir zu sein? Das will ich dir erklären, du Schneegans. Annabels Zimmer liegt neben meinem und ich hörte, wie sie hinausging. Kathy! Du bist doch rausgegangen! Bitte! Es hat dir nicht genügt, deiner Freundin Alexandra Simon wegzunehmen? Steven wolltest du auch noch. Bist du in sein Zimmer gegangen oder nicht? Gib's zu, du warst dort. Und Steven auch, nicht? Warum mir das abstreiten wollt, verstehe ich nicht. Halt's Maul! Bist du in seinem Zimmer gewesen? Annabelle. Selbstverständlich nicht. Doch. Ja. Ich war bei ihm. Tut mir leid, Simon. Es war ganz gut so. Denn eines wissen wir jetzt. Steven war nicht der Mörder. Hast du gehört? Du hast ein Alibi. Und alle wissen, dass du nicht der Mörder bist. Bist du zufrieden? Ja. Jetzt wollen wir diese verdammte Geschichte begraben und nach Hause gehen. Das wäre noch etwas zu früh. Steven! Nein! Steven, komm her. Willst du dich jetzt rächen, mein Junge? Willst du Genugtuung? Du doch auch. 5 Jahre sind eine lange Zeit. Ich will wissen, wer und warum. Und wenn du es weißt, was dann? Mit gleicher Münze zurückzahlen. Er soll 5 Jahre die Hölle haben. Ach, Steven, du wirst genau wie dein Vater. Ach, es war ein holländischer Krimi, jetzt fällt's mir wieder ein. Unglaublich verworren, ist kein Wunder, dass ich nicht drauf gekommen bin. Van der Welt, der Phantommörder. Habe ich in der Schule unter der Bank gelesen. Stiefelchen, ich habe einen Job für dich. Versuch ein Stück Schnur zu organisieren. Etwa 1 Meter lang. Schnur? Stracks. Der Herr wünscht Schnur. Stracks soll er sie haben. Paul? Hier bin ich. Die Schnur.
ist das? Eine Smith & Wesson. Du bist ja ein Hexenmeister. Wie hast du denn das gefunden? Den hat der Mörder versteckt. Später ist er nicht mehr rangekommen. Als die Polizei auftaucht und den Revolver nicht fand, brauchte er sich nicht mehr darum zu kümmern. Die Schnur. Gut. Auf zum fröhlichen Jagen. Mit anderen Worten, du ziehst jetzt deine Schau ab. Nun, Mr. Temple, spannen Sie uns nicht zu sehr auf die Folter. Entschuldigen Sie, aber ich muss überlegen, wie ich es am besten demonstriere. Was? Wie der Mord geschah. Es ist nämlich etwas kompliziert. Es muss sich alles genauso abspielen wie damals in jener Nacht. Eine Frage. Haben Sie etwas gegen eine Wiederholung? Aber ich bitte Sie, das ist doch alles Hokuspokus. Halt den Mund, Simon. Sie wollen, dass wir uns genauso wie in jener Nacht verhalten. Ja, ja, ganz richtig. Ich möchte, dass Sie jetzt in die Zimmer gehen, die Sie damals bewohnt haben. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Und was werden Sie tun? Ich spiele den Mörder. Und das Opfer. Mutter, hast du was dagegen? Nein, mein Sohn. Es muss nur jemand meinen Klappstuhl mitnehmen. Danke. Wenn Mutter einen Anfall bekommt wegen dieser blödsinnigen Komödie, dann kannst du was erleben. Verlass dich drauf. Vor deinen Strichjungen habe ich keine Angst. Ich brauche keine Hilfe. Mit dir werde ich noch alleine fertig, mein Lieber. Wissen Sie, wer es war? Ja. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich weiß, wer das Schwein ist. Mr. Temple, Sie haben das Rätsel gelöst und wissen, wie die Tat begangen wurde. Ja, Mr. Cutler. Dann nehmen Sie mein Angebot an und gehen Sie. Ich gebe Ihnen 10.000 Pfund. Tut mir leid. Oh. Steve, ich werde jetzt ins Arbeitszimmer gehen. Sobald ich unten bin, machst du die Lichter aus. Und zwar alle. Mr. Temple? Paul! Was ist denn passiert? Paul! Geben Sie doch Antwort! Was ist denn los? Das war doch ein Schuss! Mr. Temple! Mr. Temple! Die Tür ist abgeschlossen, Paul ist drin, er gibt keine Antwort! Um Himmels Willen, tun Sie doch was! Weg! Paul! Aber er ist doch hier reingegangen, ich habe ihn genau gesehen! Wo ist er? Ist was passiert? Paul! Von innen abgeschlossen. Die auch. Hat jemand Lady Bissett verständigt? Nein. Sie ist taub. Sie hat diesen Schuss genauso wenig gehört, wie damals den Schuss, der ihren Vater getötet hat. Und trotzdem kam sie, wie ich jetzt eben, die Treppe hinunter. Mutter. Van der Welt, der Phantommörder. Diesen Krimi muss ihre Mutter gelesen haben. Dort wurde nämlich ausführlich der Trick beschrieben, den sie anwendete, um sich in Luft aufzulösen.
Sie waren in ungefähr einer Minute hier unten und Ihre Mutter hatte genügend Zeit, sich Ihnen anzuschließen. Aber irgendwie bekam sie es mit der Angst zu tun und der Plan ging daneben. Wie meinen Sie das? Es hat doch alles großartig funktioniert. Nein, nicht ganz. Sie wollte eigentlich einen Selbstmord vortäuschen. Da sie aber möglichst schnell den Trick mit dem Schlüssel durchführen musste, vergaß sie, den Revolver liegen zu lassen. Als es ihr dann einfiel, war es natürlich zu spät. Sie hatte sich ausgeschlossen. Genau. Sind Sie so sicher, dass sie vorhatte, es sollte nach Selbstmord aussehen? Tja, warum hat sie sich dann die ganze Mühe gemacht? Als sie verhaftet wurden, Steven, brach sie zusammen, nicht? Ja. Als sie sich dann wieder erholt hatte, war der Prozess vorbei. Und weil er mit einem Freispruch endete, hat sie sich ausgeschwiegen. Es ist mir klar, was ihre Mutter zu dieser Tat getrieben hat. Ihr Vater muss ein grässlicher Mensch gewesen sein. Er hat seinen Tod verdient. Mit gleicher Münze zurückzahlen. Das wolltest du doch, oder? Wirst du dich jetzt an deine Mutter rächen? Sie ist der einzige Mensch, der... Sie weiß noch nicht, dass wir dahinter gekommen sind. Was sie angeht, hat sich nichts geändert. Es ist gar nichts passiert. Ich bin mir sowieso nicht im Klaren, ob ich Ihrer Theorie Glauben schenken darf. Ich kann mich natürlich geirrt haben. Die Entscheidung überlasse ich Ihnen. Steve. Gute Nacht. Ich werde Sie hinaus begleiten. Was wird nun aus Lady Bissett? Keine Sorge. Ich kümmere mich um Sie. Gute Nacht. Gute Nacht. Weißt du, dass wir nur knapp eine Stunde hier waren? Da sie uns außer einer Traube nichts geboten haben, würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt in ein schickes Restaurant. Oh ja, ich bin am Verhungern. Ich auch. Glaubst du, sie werden jetzt nach Hause gehen und alles vergessen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist ihr Blut doch dicker als Wasser. Jedenfalls, die Entscheidung liegt jetzt bei Ihnen. Und Gott sei Dank nicht bei mir. Thank you.